Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Letztes Mal hat Ellie endlich Abby gefunden und sie hatte auch die Möglichkeit, sie umzubringen, aber hat es nicht getan. Erstmal, das finde ich gut. Aber so wirklich der Grund hinter dieser Entscheidung wurde noch nicht geklärt. Vielleicht kommt das jetzt noch. Wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Dida war überhaupt nicht begeistert, als Ellie aufgebrochen ist. Ich bin gespannt, wie sie jetzt empfangen wird. Jetzt erzähl mir nicht, hier ist niemand. Sie ist abgehauen. Das ganze Haus ist leer. Sie ist abgehauen. Ich hoffe, sie ist nicht einfach so abgehauen, sondern hat noch eine Nachricht hinter Ellie hinterlassen. Ja, Ellie. Hast du dir ja im Endeffekt selber zuzuschreiben, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass du das verdient hast, aber du hast das billigend in Kauf genommen. Jetzt geht's ihr genau wie Abby. Beide alles verloren durch ihre Rachen jeweils. Abby hat wenigstens noch Lev. Aber so wie es aussieht, hat Ellie gar nichts mehr. Weil hier scheint niemand zu sein. Ich wüsste gern, was für eine Zeitspanne sie unterwegs war. Okay, da können wir irgendwas. Aber das ist kein Abschiedsbrief, oder? Irgendwie. Lol. Sie spielt das Lied von Joel, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn hier nach die Credits kommen, ist das ein dicker Mittelfinger von Naughty Dog. Ich bin gespannt, ob irgendwas noch kommt oder ob man den Mittelfinger ins Gesicht bekommt.
Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Oha. Das wäre schön. Sieht sich. Ja.
Okay, sie geht. Man kriegt tatsächlich den Mittelfinger ins Gesicht. Nix Happy End. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber... ja, Zeit für ein Fazit. Ja, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem gefällt mir super, super, super gut. Und... ja, es ist nicht ganz so... wie soll ich das sagen? So impactvoll wie der erste Teil, weil der erste Teil, der hat halt das gerne komplett revolutioniert. Das ist hier im zweiten Teil nicht der Fall. Also, die haben halt die Formel vom ersten Teil genommen und halt an bestimmten Schnittstellen halt verbessert. Manchmal kam es mir so vor, also der Wechsel zwischen Infizierte und WLF und so, das fand ich gut, aber manchmal waren so diese Passagen, wo halt so gar nichts passiert, ein bisschen lang. Dann kam ab und zu ein bisschen Langeweile auf, aber die Story sorgt dafür, dass man nicht aufhört, weil man wissen möchte, wie es weitergeht. Die ist an einigen Stellen sehr vorausschaubar, ja. Aber ich finde sie jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Also bis jetzt zum Ende, wo Ellie Abby findet, fand ich es in Ordnung. Wie das Ende jetzt umgesetzt wurde, naja. Aber das, was Naughty Dog mit der Geschichte über Mittelmeer kommt, glaube ich, sehr gut rüber. Ich habe es ja schon mal im anderen Parts gesagt, Rache führt zu nix und das möchte Naughty Dog überbringen. Das gilt für Abby wie für Ellie. Ellie hat alles, was ihr wichtig ist, verloren. Joel, Dina und ja, mit Tommy hat sie sich auch überworfen, weil in diesem einen Streitgespräch da, als Tommy kam, wollte sie ja erst nicht los und ja. Jesse noch nicht vergessen, also Abby hat alles verloren, was ihr wichtig war. Alles weg. Und bei Abby ist es fast das Gleiche. Abby hat auch jeden Fall, also jeder ist tot, der ihr nahe stand. Und hätte sie nicht Yara und Lev unterwegs getroffen, dann hätte sie auch gar nichts. Deswegen finde ich das, die Story so ganz okay. Also jetzt nicht super... super doll gut, aber es ist okay. Es ist nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Also, aber hier diese Höchstwertungen, die die ganzen Spieletester rausgehauen haben, die finde ich auch nicht akzeptabel. Also 95-96% oder was ich da gesehen habe. Ich würde den Spiel, was weiß ich, 88-87 oder sowas geben. Also es ist super, super gut und... aber hat auch seine Schwachstellen halt, ne? Also es ist jetzt nicht das Masterpiece, wie es von der Presse hingestellt wird. Das ist, bei bekannteren Titeln macht das ja die Gaming-Presse oft. Also, wenn ich zum Beispiel an GTA denke, an Zelda und an God of War, was ich persönlich auch sehr abfeiere, aber auch halt seine Schwachstellen hat. Oder Red Dead Redemption 2, also... ich glaube manchmal echt, wenn das Spiel allein schon GTA, Zelda, God of War oder nur heißt und hat es schon Pluspunkte gesammelt. Nur wegen dem Namen. Wenn das jetzt hier eine völlig neue IP wäre und komplett unbekannter Entwickler und ein Indie-Titel nehmen wir mal zum Beispiel. Das würde nicht so gut wegkommen, beileibe nicht. Deswegen gebe ich auch langsam nichts mehr auf so Gaming-Bewertungen von
Spiele pressen. Weil, ja, man kann sich ja da nicht sicher sein, ob da vielleicht nicht doch der Spieleentwickler unter der Hand ein bisschen Geld rüberschickt. Du, bewerte mein Spiel mal toll und dann gibt's hier ein bisschen was dafür, ne? Das ist so langsam mein Eindruck. Ah ja. Wie ihr es von mir kennt, lasse ich Credits laufen. Vielleicht kommt noch eine Szene zum Abschluss, ich weiß es nicht. Aber ja, solange die Credits laufen, bin ich jetzt mal ruhig und ja, bin gespannt, ob noch was kommt. Falls nicht, verabschiede ich mich schon mal an alle, die zugeschaut haben. Und ja, wir sehen uns dann bestimmt bei einem anderen Spiel wieder, hoffe ich. Ciao. Thank you.
Just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe. There is no sickness, no toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I know dark clouds will gather around me. I know my way is rough and steep, but beauty is lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'll soon be free from earthly trial. This body red in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over. I'm just a going over Jordan. I'm just a going.